Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Portal 2 Singleplayer Kampagne. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und hier machen wir auch weiter. Ich hätte hier am Ende der letzten Folge schon mal so ein Portal reingeschossen. Ich will mal gucken, was passiert. Ah, Geschwindigkeitsgel. Aber ich muss hier was drauflegen. Moment mal. Aber ich kann nur eins von beiden bedienen, das ist das Problem. Hier runtergefallen kommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Die doof fallen. Ja, wahrscheinlich nicht. Das bedeutet, ganz einfach, das hier, oder? So rum. Und so rum. Ja, sehr schön. Gott, war das knapp. Uiuiuiui. So, zack. Zack. Scheiße. Den hier brauche ich da drinnen. Gucci Gucci Guru. Mal richtig das Wort. Danke. So. Jetzt aber. Bereiten wir unseren Sprung hier vor. Von dem Ausgang, den Wheatley uns geschaffen hat. So ganz uneigennützig. Ja. Und 3, 2, 1, go. Das war wohl nix. Warum nicht? Och man, jetzt muss ich das nochmal machen. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Es hätte doch funktionieren müssen, oder nicht? Ich bin gerade echt immer mich fragen, was mein Fehler war. Ist das zu steil? Kann man das anpassen? Moment. Doch, den Laser könnte ich wieder aktivieren. Ist nur die Frage. Das Sinn macht. Aber ich glaube ja. Ich glaube, das ist fast so gewollt, dass man da hier einmal stirbt. Hab's, glaube ich, schon wieder verkackt.
ich den nicht wiederkriege. Ja, aber ich weiß wie. Ja, oder da hinten hin halt, ne? Ich brauche nämlich das hier. Und da hinten. Haha. Es geht. Sehr schön. Und hier sollte ich ankommen. Ja, perfekt. Ihr zwei werdet diese Riesenüberraschung einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet das sie hat lieben, funktioniert. So. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Weiter geht's. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, manchmal achten wir darauf, was du erzählst, aber interessieren tut's uns eigentlich eher nicht so. Würde ich mal behaupten. Er versucht also nicht mal mehr subtil zu sein. Oder er versucht das, was irgendwie traurig wäre. Ja, stimmt. Entschuldigung, mein Fehler. Tollpack. In jedem Fall glaube ich, wir können töten. Mach weiter! Ja, keine Sorge, mach ich schon. Oh Gott. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Oh, das ist anstrengend. Ach so, zu lachen, ja, das glaube ich dir. Kiel. Bringt mir immer nichts. Leute, ich muss gerade mal meine Kopfhörer ans Ladekabel stecken. Ganz der Moment. So, ich bin wieder da. Da ist nämlich der Akku fast leer. So. Bringt mir hier alles gar nichts, ne? Würde ich mal so behaupten. Ah, doch. Bringt was. Kann ich mit rübernehmen. Ob es da so viel bringt, ist jetzt eine andere Sache. Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde damit gerne die hier zum Jumpen bringen, die... Dinger da. Das Problem ist, man kriegt die hier nicht weg. Jetzt mal eine ganz andere Sache. Man kriegt die hier nicht weg. Wie kriege ich denn mich hier weg? Kriege ich mich hier weg, aber ich werde Probleme haben. Das Problem war kein Problem. Okay. Nicht da hinten leichter dran kommen. Achso. Das hat hier auch nicht funktioniert. Ey, Melonennase. Ja. Ihr Melonennasen hier hinten. Ich brauche das Blaue hier drüber, damit ich die beschmutzen kann. Wenn ich das da hinlege. Wenn ich das da hinlege. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Was passiert, wenn ich mir das hier jetzt angucke? Es
es passiert das, dass ich runterfalle. Okay. Oh, das ist anstrengend. Ja, glaub ich dir. Arschloch. So würde ich das ganz gerne machen. Nur brauche ich jetzt das blaue Zeug hier. Das bekomme ich aber nicht, wenn hier kein Portal ist. Okay. Damit kann ich das aktivieren, dass er so rumfährt. Problem ist, ich muss hier drauf stehen bleiben. Oder ich brauche einen Cube. Ich bekomme aber keinen Cube. Vielleicht hier oben raus? Ne, auch nicht. Ich muss noch mal da drüben gucken. Wenn ich das Zeug drüben haben möchte. Bringt das rein gar nichts. Und dafür muss das erst auf sein. Das bedeutet, ich muss eine Taktik finden, wie ich die Roboter ausschalte. Ich bin doch jetzt echt gerade vorderkant zu dämlich dafür. Nochmal. Wenn ich da jetzt aber wieder hinmache, komme ich hier wieder rüber. Das Problem bei der ganzen Sache ist, ich komme aber nirgendwo anders dran. Ich würde gerne da durch. Moment, funktioniert das? Jetzt sage ich, okay. Und dann dadurch. Schießen zu schnell auf mich. Oh, das ist anstrengend. Die schießen direkt auf mich. Das ist ein Problem. Das ist auch nix. Das Problem ist, ich kann mir das auch nicht hier rüberlegen, weil du musst auf den Knopf drücken, damit das hier rüberkommt.
sehen mich auch sofort. Dieses Level ist tatsächlich gar nicht so easy, glaube ich. Oder? Ich sehe schon wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Aber eins sind wir uns einig. Hier kommst du nicht raus. Einmal hier drin, kommst du hier nicht raus. Bringt auch nichts, wenn ich das hier nicht tragen kann. Ich hab's wirklich. Ach, hier, komm, zack. Diesmal habe ich's. Das ist genauso wie gerade eben. Dass ich schneller sein muss als das Zeug. Da geht es zurück. Ich hätte das gerne hier und sage dann. Dann sind die alle weg. Ja, ich glaube, ich habe euch einfach wieder zu dusselig. Das Ding auf. Schießen, oder? Und mal mit dem Strahl funktioniert das ja nicht. Das reicht im Leben nicht. Das reicht nicht. Das ist ja die Du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Natürlich reicht es, weil da ja blaues Gel war. Oh, ich trottel. Ja, so eine bescheuerte Testkammer hat er gefunden. Ich war voll kacke. Weil ich zu blöd bin dafür. Naja, weiter geht's. Schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Mhm. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Wir könnten vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Mhm. Überraschung! Wir machen sofort. Sehr überrascht. Ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. Das schießt mich weg. Ah, wusste ich. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Okay. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile festgeschweißt an den glatten Teilen. Es ist natürlich noch nicht ganz fertig. Nein, 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 mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an, Maschine an, Maschine an.
Was denkst du? Komm zurück! Lutscher. Komm zurück, bitte. Komm zurück. Nein, ich werde nicht zurückkommen. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ja, du lügst. Ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Weg sind die Zeiten, wo das passierte. Ganz weit weg. Zack. Ach so. Man hätte... Kommen wir wieder hoch. Wo sind diese Zeiten nur hin? Ja, sie sind weg. Weit weg. Daran hätte ich geschossen. Schießen müssen. Jetzt möchte ich darauf fallen lassen. Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Oh, ich habe eine Idee. Ja, du kleine Idee. Ich habe eine. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Wheatley ist ganz schön aggressiv und gemeingefährlich. Zusätzlich noch. Halt durch, bin schon fast da. Beachte mich gar nicht, einfach weiterfliegen. Geh mal lieber ein bisschen in Deckung. Test 75. Bringen Sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Sie bringen dich in aller Stille um. Vermutlich würde ich mir so denken. Nee, tun Sie nicht. Flog denn gerade dein von Kugeln durchsichtiger Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Nicht weiter. Das bedeutet doch hier weiter? Das ist eine alte Testkammer. Ach, hier hinten. Nö. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Muss ich den jetzt entlang? Natürlich. Mich hier rüber transportieren lassen. Hallo. Verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingelwand. Piss dich. Nein. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Die Klingenwand. Das gleiche. Es geht Moriarty. Aristoteles, den Stamm des Todes.
Ich hab's gerade gesehen. So langsam werden die Level wirklich ein bisschen härter. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stamm meines Todes. Will, halt, bitte. Nicht mehr bewegen. Oh, da liegt die fast schon weg. Haha. Wo steckst du? Wo steckst du? Komm bin zurück. Weg. Tschüss. Schlabbergehe. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Nein, hat's nicht. Hallo? Dies hat es nicht geschafft. Oh, Gott. Ja, alles klar. Ich habe da gerade eine tolle Idee. Ich bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Aha. Das ist auch nicht der Plan. Ich dachte, ich könnte jetzt raffiniert sein, aber warum ist denn das Portal gerade zugegangen? Juhu. Ist da was kaputt gegangen? Nein. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Ja. Oh, ja, alles klar. Eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Was passiert? Flabbergehe. Funktioniert? Ja. Die ersten gehen da durch. Voller Leute weg. Sehr schön. So muss das. Einer ist noch weiter hinten. Den habe ich damit auch getroffen. Und einer hier vorne. Ich den. Ja, ein bisschen weiter unten. Perfekt. Selber das Zeug geben. Nee. Bringt also nichts. Leider drüber gesprungen, es tut mir leid. Dafür reicht's nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da sowas ist, kann ich da jetzt nicht mehr drauf. Ist mal wirklich doof gesagt, wie soll ich denn da rüberkommen? So komme ich schon auf jeden Fall schon mal hier raus. Ich meine, hier rüber muss ich hier gar nicht. Nicht schlecht.
Geschäft. Ich musste gar nicht darüber. Und ich quäme hier einen ab, ne? So. Einstampfen wäre zu gut für ihn. Erst ein Jahr Verbrennungsanlage. Das zweite Jahr im Tieftemperaturbereich. Dann 10 Jahre in der von ihr geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. Klingt nach einem Plan. Diesen Plan kannst du möglicherweise in der nächsten Folge verfolgen. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Ich hoffe, es geht noch ein ganzes Eckchen in dem Spiel. Für heute sind wir aber fertig. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder Portal 2, die Singleplayer-Kampagne spielen. Bis dahin, ciao.